Moin zusammen, weiter geht's mit Mellowlords. Ich muss mal wieder speichern. Schon länger nicht. Eigentlich nur aus diesem Autosave irgendwie. Und er schubst mich wieder irgendwie komplett raus. Immerhin bin ich noch auf meinem eigenen Gebiet geblieben. Arbeitsbereich ist leer. Ja, das sind die Bärenbüsche. Die könnte ich jetzt natürlich neu umverteilen. Drei Familien haben wir noch über. Und wir haben die ersten Häuser auf Stufe 3. Die Schusterwerkstatt, die Hofstätte hier mit den Hühnern. Und hier hinten die Hofstätte mit dem Gemüse. Was ist das denn hier für eine Linie? Ach, hier liegt so ein fetter Mammutbaum quer, ne? Und, in der letzten Folge haben wir ja durch den Aufstieg der Hofstätten auf Stufe 3 einen Entwicklungspunkt bekommen. Da habe ich mich für den Kohlemeiler entschieden, einfach damit die ganze Brennstoffgeschichte effizienter wird. Und, der wird jetzt gebaut, der kriegt dann auch eine Familie. Guck mal hier, von 28 auf 10 runter, ne? Da freue ich mich schon richtig drauf. Und ich glaube, in der nächsten nächsten Folge machen wir nochmal eine Folge. Ah, sehr schön, mein Speicher ist auch ausgebaut worden. Dann machen wir nochmal eine Folge mit einem Blick für Details. Mehl. Oh, warte mal. Mehl. Wir haben Mehl. Das heißt, Gemeinschaftsofen. Und Bäcker. Kohlemeiler und Bäcker. Ja, das wird auf jeden Fall eine Folge für einen Blick für die Details. Muss ich mal überlegen, ne? Wir hatten ja, mal rauszoomen hier, den Jäger hatten wir. Ich glaube, die Abbaugrube, da sind sie eigentlich nur so ein bisschen am Schaufeln. Na, egal, machen wir in der nächsten Folge. Jetzt schauen wir uns erstmal den Kohlemeiler an. So, da kommt noch jemand. Holzfällerlager ist nur einer drin, nur noch 5 Balken. Wir haben auch 2 Sägegruben mittlerweile. Und wir haben 13 Bretter. Das heißt, ich könnte eigentlich mal anfangen, die Hofstätte hier Holzteile bauen zu lassen. Ich weiß zwar nicht, wofür sie gut sind. Und die Taverne. Wir haben keinen Flachs, kein Gerste mehr. Okay, das gibt Unzufriedenheit. Nahrung 6 Monate, Brennstoff 8. Fleisch, Gemüse, keine Beeren. Brot kommt jetzt. Ah ja, da müsste ich nochmal größere Hühnerhöfe bauen. Weiß nur nicht wo. Wohngebäude. Könnte man natürlich hier machen. 1, 2, 3 und dann darunter. Ganz klein. Das ist aber hier hinten nur so ein kleiner Hof. Ne, der hat so gar keinen. Könnte man machen, ne? Hier einen Hof reinsetzen, aber der müsste weiter nach hinten rausgehen. Bis hier dann irgendwie ganz mit den Hühnern. Von 62. Tada! Gut, zuweisen. Wartet, transportiert. Okay, die gehen jetzt erstmal alle Brennholz holen. Ich hoffe direkt von der Brennholzhütte. Nö. Müssen in die Siedlung reinlatschen und dann wahrscheinlich hier aus dem großen Lagerhaus da das Brennholz holen, wieder nach unten bringen. Ja, sieht ganz danach aus. Wir behalten die mal im Blick. Ja, guck mal, die beiden Männer laufen vorne rum und die Frau hat hier von der Rückseite direkt das Holz geholt. Lebensmittelvielfalt, Kirchenstufe, Besteuerung, Bekleidungsvielfalt.
Brennholzhütte. Ja, guck mal, wir schmeißen einfach nur die Kohle rein und dann setzen dich hin und warten, ne? Ja, praktisch. Das ist doch mal auch ein cooler Job, ne? Ich meine, gesund ist es nicht, aber die ganze Zeit kannst du rumkokeln. So, und dann kommt gleich die erste Kohle. Dann schauen wir uns noch mal kurz an. Beschleunigen wir auch mal ein bisschen. Mal erweitert. Straßennetz angeschlossen. Oh, stopp. Hildebold von was? Waldbrand wird beansprucht. Waldbrand ist der hier. Ah. Da wollte ich ja gegebenenfalls hin, ne? Zweiau. Nusslohe sonst. Oder Krieg. Use King's Favor. Coming soon. Negotiate. Coming soon. Resolve to claim on battlefield. Ja, müsste ich Söldner einkaufen, ne? Oder anfangen Speere zu produzieren. So, okay, wo war die... Ne, das ist die Leichengrube. Da ist mein Herrenhaus. Ist das, können wir eigentlich auch noch mal weiter ausbauen, ne? Ich glaube, wenn man den Burgplan eröffnet... Garnison für 10 Personen. Stationierte Einheiten und Dorfbewohner nehmen herannahende Feinde unter Beschuss. Vergrößert das Gefolge um 12 Vasallen. Guck mal hier, auf ein Exemplar pro Region begrenzt. Steueramt habe ich zwar, Mauern und Tore... ja, wir werden auf jeden Fall so ein... Ne, habe ich ja schon, ne? Garnisonsturm. Größert Gefolge um 12. Ist das ein Außenturm? Nein. Ist schon ein Garnisonsturm hier. Ups, weiter. Straße errichten. Ah, stopp. Scheiße. Warte mal. Oh, oh. Was habe ich jetzt weggenommen? Schließen. Bauen. Scheiße, ich habe den Garnisonsturm abgerissen. Boah, echt doof, ey. Burgplan öffnen. Garnisonsturm. Ja, der ist jetzt weg erstmal. Shit. Ja, kommt davon, ne? Wenn man keine Ahnung hat und hier anfängt rumzuspielen. Gut. Köhler. Person. Warte, transportiert. Magdalena bringt die Kohle ins Lager. Ich bin mal gespannt, ob es so eine Art Brennstoffvielfalt dann gibt. Wo rennst du denn ganz hin, Mädchen? Ach da, dein Stand, okay. Gemeinschaftsofen macht auch das erste Brot hier, sehr cool. Ah, so langsam läuft's, ne? Aber hier in der Schmiede brauche ich auf jeden Fall eine Person drin. So, und wofür braucht man die Holzteile? Dafür nicht, dafür nicht. Holzkirche, Leichengrube. Ne, auch nirgendwo für. Ich glaube, zum Bauen nicht. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich nur für... Ja, weiß ich nicht. Waffen, Rüstung, Schilde. Okay, wir haben 6 Ochsen. Und eigentlich fast alles besetzt. Die Dorfschmiede haben wir noch nicht.
Wie viel Stahleisen haben wir? 93. Wir haben auch kein Eisenerz mehr. Gut, dann lassen wir die erstmal weiterbauen. Keine Familien hier drinne, da oben nicht. Gar nicht, hier nicht. Brennofen, Hungertal. Warte mal, wofür ist der denn? Industrie, Brennofen, macht Holzziegel. Deaktiviert. Okay. 8 Ziegel, 38. Lassen wir mal wieder weiterarbeiten. Da ist auch noch keine Familie drin. Und wir brauchen noch 7 Häuser auf Stufe 3. Fresh meat. Get your fresh meat here. No finer cuts in all the land. Okay, ich schau mal, dass ich da... Ach nee, jetzt ist er wieder da. Warte mal, schließen. Er ist nicht da. Planer öffnen. Komm mit. Jetzt wird er gebaut. Und dann muss ich mal gucken. Vielleicht kriege ich dann tatsächlich 12 Vasallen zusammen. Wir können ja sowieso noch mal reinschauen. Gefolge anpassen. Da, Bingo. Bessere Rüstung. Bessere Rüstung. So, Körperwaffe. Muss man irgendwas Geiles aussuchen und dann möglichst einheitlich machen. Oder hier so eine verlängerten Hammer, ne? So, der hat einen Hammer. Schwert. Schild. Helm. Obwohl, ist eigentlich auch wurscht, ne? Können wir eigentlich auch mal ein bisschen individuell lassen, glaube ich. Dann sieht das so ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus. Expertise. 8 von 1000. So, kleine Schilde, 54, 36 und 36 sind 72, ne? Schmiede läuft, okay, schauen wir noch mal in die andere Siedlung. Besetzt, besetzt, besetzt. Die Mühle nicht, die brauchen wir auch erstmal noch nicht. Und dann hier, Sammelhütte können wir einen reinschmeißen, auch wenn er gerade nichts hat. Dann können wir hier sonst noch mal... Ah, warte mal, stimmt. Lagerhaus ausbauen. 5 und 10. Sonst ist sie nämlich gleich voll. Yes, das wird ausgebaut. Und wir können uns jetzt hier auch die Kirche leisten. Holzkirche, tatsächlich. Okay, wo wollte ich die hinhaben? Da oben ist Wald, ne? Da werden dann die Tiere verscheucht. Wir könnten die Kirche tatsächlich hier in den Wald setzen. Nee, ist auch doof. Beim Marktplatz hier auf die Ecke machen wir es einfach mal. Nein, nee, nee, stopp. War schon richtig so. Hier die... Na, komm. Da diagonal. Straße. Dann hier an die Kreuzung. Sehr cool. Bauen. Kosmetisch. Bildstock kriegen wir hier noch zwischen. So, guck mal. Das wird doch schick.
Straße hier hinten rum. So, da noch eine Straße. Können wir jetzt hier erstmal beim Bauen schauen. So, zuerst müssen wir das Lager ausbauen. Und die eine Sammelhütte machen wir doch nochmal wieder leer. Genauso wie das Bauernhaus. Dann haben wir nämlich drei Familien, die beim Bauen helfen. So, mein Herrenhaus behalte ich im Blick. Großes Lagerhaus behalten wir im Blick. Die Kirche dann gleich auch noch. So, und das Areal gehört jetzt auch dem anderen, ne? Ja, da müsste ich vielleicht Söldner für anheuern, wenn wir das dann erobern wollen. Stopp, wir müssen einmal tauschen. Ich will mir den Turm anschauen. Und noch ein Balken. Noch ein Balken. Dann ist ganz schön auf sich warten, ne? Söldner kombinieren verfügbar. Was war das noch? Zahlung an Schatzkammer. Minus 34, minus 34, aber plus 59. Der denn ganz her? Held Gerste 22, Lachs 22, 32. Tada! Okay, Burgplaner geöffnet. Der ist fertig. Das heißt, hier jetzt bis 24 tatsächlich. Gefolge anpassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann sind die 300 auch alle. Oh, gut. Okay, sehr schick. So, dann sind wir wieder zurück in der Siedlung hier. Kommt dann noch die Kirche und das Lager wird halt noch ausgebaut. Rufstätte 1. Oh, guck mal, hier ist wieder einer. Bärenbüsche wachsen. Das heißt, ich muss jetzt hier meine, da ist sie, Sammlerhütte wieder besetzen. Und dasselbe auch hier. Sammlerhütte ist sogar noch besetzt. Rotloshausen, Gebäude fertig, Brennholzstand. Noch einer. Gut, wie viel Kohle haben wir dann schon? Dreimal Holzkohle, 276 mal Brennholz. Überlege ich gerade, ob ich hier noch eine Familie reinschmeiß. Oder eher hier hinten. Super, Hofstätte Stufe 1. Großes Lagerhaus müsste gleich fertig sein. Da kommt der letzte Balken, glaube ich, gerade an. Yes. Könnten wir eigentlich auch den Anbindebalken ausbauen. Und die Kirche. Gebäudeerweiterung, kleiner Stall abgeschlossen. Oh, das ging schnell hier tatsächlich. So, das heißt, die drei Familien stürzen sich jetzt
zwei davon aufs Feld. 9, 10, 11 Familien. Okay, wir müssen die Hütten auch ausbauen. Bedürfnis nicht erfüllt. Ach, wegen der Kirche. Okay, die fehlt noch. Hofstätte Stufe 1. Meat so tender, it practically melts in your mouth. Come and see for yourself. Ja, Fleisch so zart, dass es praktisch in deinem Mund schmilzt. Ich habe neulich Lammfilet gegessen, das war auch super zart. Gucke mal, neues Banditencamp. Jetzt müssen wir natürlich wieder alle hier irgendwie abziehen. Oder aber... Wir gehen dann nur mit der Elite hoch, ne? Das können wir auch. Nee, komm, was... Lieber alle Leute von der Arbeit abziehen für so ein Banditencamp, bevor ich da irgendwie einen meiner Leute verliere. Sehr schön mit der Kohle, mit dem Köhler, Kohlemeiler. Gemeinschaftsofen läuft auch endlich. 37 mal Mehl haben wir. Wir haben auch wieder mehr heute. Stein, Werkzeug, Holzteile, Dachziegel, Steinblöcke. 72 mal Fleisch ist auch toll. Wir könnten in die Gerberei noch eine Familie reinschmeißen. Die dann die Häute so ein bisschen verarbeiten. Weidefläche 2. Eine Wiese, auf der eure Schafe und Lämmer grasen können. Wenn die Tiere nicht ausreichend Platz haben, laufen sie möglicherweise davon. Das heißt, ich müsste mal schauen... Landwirtschaft bietet Weidefläche für Vieh. Jetzt gucken wir mal. 1, 2, 3, Weidefläche 25. Null von 25. Nichts wurde eingelagert. Viehbestand. Nix, nix. So, Ziegenstall. Weidefläche. Kann man jetzt nicht sagen, ja, da schmeißt ja auch noch Ziegen drauf. Wohngebäude, Person, Gerber, Speicherarbeiter, Arbeitsplatz zuweisen. Auch ein Gerber. Einen anderen Arbeitsplatz zuweisen. So ist das. Guck mal, dann nehmen wir hier eine Familie weg. Nicht zugewiesen. Okay, nehmen wir noch eine Familie weg. Und ihr werdet hier zugewiesen. Okay, sehr cool. So, großer Speicher, großes Lagerhaus. Familie zuweisen geht nicht mehr. Großer Speicher. Feld, Flachs. Die liegen brach. Okay, cool. Gebäude ist fertig. Bekleidungsstand. Machen wir hier nochmal... Ah, stopp, stopp, stopp. Ich vergesse schon wieder, dass ich Truppen losgeschickt habe. Stehen die alle hier hinten und warten. Und nichts passiert. Wir werden von hier aus angreifen. 30, 28%. So, sie kommen. Zwei rein. Nur eine Reihe. Schützenmiliz. So, ihr könnt mal ein bisschen euch beeilen. Das
So, schönes Aufwärmtraining zum Laufen. Wirklich erhöhte Fläche habe ich hier leider nicht. Können aber die Straße mit ihren Leichen pflastern. Das können wir machen. Standhaft, genau, standhaft. Die Bogenschützen. Mach mal so einen Block dahinter. 43% von der Elite. Die geht auch in zwei Reihen daneben. Standhaft stürmen, Geschoss Alarm, Feuer frei. So, die Holzkirche. Wird auf jeden Fall das Material schon mal hingebracht. Schon mal toll. Okay, wieso wird der Radius nicht mehr angezeigt? ...67%. Standhaft. 97. ...34 nur noch. Oh, der Kampf ist gleich schon gegessen. Okay, ja, lassen sie auch abhauen, ne? Gut, dann gehen wir oben mit den Bogenschützen hin. Und die anderen gehen nach Hause. So, ab ins Banditenlager, bevor die mir wieder Rohstoffe zocken. Zack, in die nächste Stadt schicken. Das mache ich tatsächlich einmal, oder? Nee, meine Schatzkammer. Ab nach Hause. So, und die müssen ja eigentlich gleich mal anfangen, die Kirche zu bauen. Da kommt ein Händler. Und der ist hier ganz durchgelaufen, um dann da wieder abzukürzen. Dann machen wir das hier mal. Industrie, Handel, nein, da ist es. Marktplatz ziehen wir hier auch nochmal zwischen. Vier, zehn, sechs, neun, ne? Guck mal, machen wir es so. Kommt hier später noch ein Marktplatz rein. Sehr schick. Noch drei Steine. Eins, zwei und bauen. Neue Söldnerkompanien verfügbar. Schusterwerkstatt. Ja, toll. Genau in der Fabrik, wo ich eigentlich keine brauche. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Die Kirche ist so gut wie fertig. Und dann können wir hier auch die Hütten ausbauen. Kirchenstufe. Rotloshausen. Ne, wir brauchen noch Bekleidung, ne? Ne, Kirchenstufe. Eine dritte Fabrik ins Bauernhaus. Eine dritte Familie, meine ich. So, Kirchenstufe haben wir. Bedürfnis nicht erfüllt. Bekleidungsstand brauchen wir. Ziegenstall. Den haben wir ausgerüstet. Holt Wasser, geht nach Hause.
Für eine Bekleidung brauche ich, glaube ich, eine Gerberei, ne? Das könnte sein. Landwirtschaft, Industrie, hier, Gerberei. Verarbeitet heute zu Leder. Gerberei. Die stinkende Gerberei, die tun wir hier hinten mit bei. So, die Sammlerhütte. Okay, nicht genug Wohlstand. Ich wollte gerade sagen, die Sammlerhütte kriegt noch einen Kräutergarten, aber das müssen wir irgendwann mal anders machen. Da. Ach, schon wieder vergessen hier. Einheit auflösen. 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 Geht wieder nach Hause. Dussel bremst meine Wirtschaft massiv aus. So, wir könnten noch 4 anheuern oder mit Ausrüstung verbessern. Ne? Ich mach mal letzteres. Sehr gut. Schöne Eliten. So, und dann würde ich sagen, mit Blick auf den Kohlemeiler verabschieden wir uns in die nächste Folge. Viel Spaß weiterhin, bis gleich und ciao.